Hallo und herzlich willkommen zum Collector Booster Unboxing von The Lost Caverns of Ixalan. Ich bin's, euer Patrick. Und ja, der Name sagt alles. Collector Booster waren ja verspätet ausgeliefert. In der Zwischenzeit haben wir sie bekommen. Werdet ihr sicher schon wissen, die welche wollten, sei es jetzt Booster oder Display, haben sie hoffentlich sich schon geholt. Ich habe jetzt auch eins da zum Unboxen und genau das werde ich jetzt machen. Ich bin natürlich bewaffnet mit meiner Schere, weil ich mache natürlich englische Booster auf und abgesehen davon, dass ich davon ausgehe, dass bei den Deutschen, die auch Made in US sein werden, sind auch die englischen Made in US. Oh wow, das ist runtergefallen. Naja, zum Aufmachen ist wurscht. Und dann ist es, oh, genau, da ist ja auch ein Treasure drin, nur ein Foil Treasure, weil halt Foil Booster. Den machen wir in der Halbzeit auf, dann werden wir uns da drunter legen. Haha. Chup, chup. Mach mal den ersten Booster, versuche ich aufzumachen, wie immer per Hand. Dann werde ich mich ärgern. Genau. Wobei, da kann man vielleicht so eine Quadrat mit die Finger. Also für Leute, die Zeit und Geduld haben, geht's auf. Wo sind sie? Made in USA. Wenig überraschend. Tada! No? Für Collector Booster aus Amerika ist das echt solide aufgegangen. Dann haben wir hier wieder mal Commons in Glitzer. Weniger dunkel als jetzt die Set Booster, muss ich gleich sagen. Gefällt, finde ich, besser, actually. Was arg ist, weil ich normalerweise immer das amerikanische Produkt schlechter als das europäische finde. Aber dann haben wir einen Mountain in Glitzer. Ah, dann haben wir hier die erste Special Guest. Pitiless Blunderer. Tada! Habe ich bis jetzt keine gehabt. Dann haben wir eine Rare in Foil. Dann haben wir hier eine Rare in Non-Foil. Weil, kann er. Dann haben wir hier eine Commander-Karte in Non-Foil. Aber sind beide Extended Art, sollte ich vielleicht dazu sagen. Also, jo. Okay. Okay, okay. Was haben wir dann? Eine Non-Foil Showcase-Artwork aus dem normalen Set. Und eine Rex-Karte mit einem Grimm Gigantosaurus in Foil. Nice. So. Und, oh, was bist du? Starving Reverend. Bist du eigentlich in ein Showcase-Artwork? Aber das schaut ziemlich geil aus. In Foil. In Full Art. In whatever. In ganz cool. Schaut nice aus. Und dann haben wir noch einen Treasure-Dinosaurier. So, eins probieren wir noch mit Gefühl und wenn das auch so mühsam geht, also mühsam, es geht eh, da, naja, naja, ist schon wieder dahin, ist schon wieder alles. Gut, da hab nichts mit geschnitten. So, jetzt wissen wir schon, wie die Aufteilung ist, jetzt können wir ein bisschen schneller gehen. 4 Commons, 3 Uncommons, dann das Land, dann eine Showcase, ist das ja in Wirklichkeit. Showcase Foil. Hatten wir noch nicht. Hat vorhin einen Special Guest Slot gegeben. Dann kommt es daher. Dann die normale Rare Foil. Dann eine Rare Full Art Non-Foil, Extended Art Non-Foil. Dann eine zum Commander Decks. Was bist du? Du bist auch eine Showcase. Schaust aber auch geil aus. Ah, das ist der Dude, der Grey Merchant Asphodel so gern mag. Oh! Dann ein cooler Mountain, Schrägstrich ein noch coolerer Mountain. Leider non-foil. Dann eine Showcase in Foil. Wieder. Haben wir das schon? Ah nein, aber das ist Showcase. Können wir daher? Und einen Gnome, Schrägstrich Dino Trampel, Dino sozusagen. Kommt das hin mit den Stapeln? Ja. Könnte man wahrscheinlich besser machen, indem man die Foil und Non-Foil einfach immer übereinander gibt. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die richtigen nimmt, besser. Aber ich probiere es mal so. 4 Commons, das schaffen wir gerade noch. Ah, nicht verdreht. Diese ganzen Idolons waren immer verdreht in den Set-Boostern. 3 Commons. Dann ein Swamp. In Glitzer. Waren die alle jetzt schon alle Glitzer? Ja, genau. Dann haben wir eine Showcase in Foil. Dann haben wir eine Rare in Foil. Extended Art, Non-Foil.
Ein Dinosaurier-Egg. Ah, das ist hübsch. Das finde ich leider ein richtig, richtig nices Artwork. Bin neugierig, wie das in Foil ausschaut. Wenn das in Foil auch geil ausschaut, dann wird es in Foil gesnackt. Gefällt mir le leider sehr gut. So, das kommt dann daher. Ein Swooping Pteranodon. Pteranodon, eigentlich. Dino? Einseitig? Ah, gehört daher. Preacher of the Schism. Extended Art Foil. Gehen wir daher. Und eine Map, Schrägstrich, einen Skelett-Pirat. So. Weg mit dem Dreck. Ups. Chips, Chips. Dups, die Dups. Ein Xylanus Keeper, habe ich das verwurschtelt. Ein Forest, ein Threshing Pondodon. Die gute Schlange, Kröt, was auch immer. Ich finde die Rückseite halt. Die Rückseite ist so hübsch. Das nehmen wir mit Pools. Sorry, geht schon wieder. Dann das. Admiral Brass. Sis Commander. Oja Kazem. Kazlem. Oja. Nein. Oh je, Hammer, wir haben uns ja darauf geeinigt, das nicht slawisch auszusprechen. Dann ein Forest. Mit Dinos. Warden of the Inner Sky. Extended Art Foil. Und ein Fungus-Dino, beziehungsweise ein Vampir-Dämon. Immer natürlich Fungudino. Fungudino, größer Vampir-Dämon. Offensichtlich. Und raus. Da, das ist dieses coole Artwork. Deskhead Marionette. Witzig. Kena. Das sind wieder drei Uncommons. Habe ich einmal Uncommon zu den Commons geben oder ist das nicht? Ah ja, das ist ein Uncommon, den habe ich zu den Commons geben. Okay, aber wie gesagt, dieser Dings. Dann haben wir hier eine Plains-Glitzer. Eine Showcase. Sunken Citadel. Auch ein ganz hübsches Artwork, der für die Karte in okay ist. Der Breacher ist mal in Non-Foil. Gamecutter. Buccaneer. Okay. Oh, Quintus Kant. Schaut, also, das ist, finde ich, ein sehr buntes Artwork, aber ein sehr nices Artwork. Leider nice, dass die Karte ist. Dann der Mountain in Foil. Schaut das aus? Oh! Und Kalamax aus Special Guest Foil. So, und du bist ein Dings. Ich bin verwirrt. Also, Mountain Foil, nice. Kalamax Special Guest Foil, auch nice. Kein Platz dafür gemacht bis jetzt. Und dafür habe ich da. Oh ja, da haben wir Special Guest Foil gehabt. Wo warst du? Du gehst dann woanders hin, offensichtlich. Showcase. Ah, du gehst eigentlich daher. Und du gehst darüber. So. Alles in der Kontrolle, alles in der Kontrolle, alles gut. Kein Stress hier. Ich komme zurecht mit den 15.000 Stapeln. Meine Wirklichkeit, wir machen einen Stapel Foil, einen Stapel Non-Foil. Fertig. Aber wenn man es korrekt macht, dann müssten sechs unterschiedliche Stapel sein, nicht wahr? Nicht wahr? Da haben wir wieder die vier Commons. Dann die drei Uncommons. Yep. Nicht verzählt. Halleluja. Eine Insel. Die sieht ein bisschen matt aus, finde ich. Das Foiling da. Das gefällt mir nicht. Das ist sehr matt. Beim anderen ist mir zu dunkel, bei dem ist mir zu matt. Mir kann es mir nicht recht machen. Ich bin ein richtiger Wiener. Vito! Da fällt ich den auf den falschen Stapel gleich. Vito in Foil. Nice, Mythic. Extended Art. Die Commander-Karte. Der Grim Captain's Locker. Sieht auch cool aus. Den Malcolm. Oh, Hunting Velociraptor. Nom nom nom. Da gibt es gleich frischen Mensch. Schaut schon cool aus. Und ein Kuzli-Flanker. Der kehrt daher. Ein Treasure, beziehungsweise eine Bat. Die Bat hat Brusttätowierungen. Die ist richtig hardcore. So, wir haben es gesagt, wir machen es in der Hälfte. Wir sind in der Hälfte. That's why we're going to open this now. Mit Gefiel. Golfs.
Diese Karte ist foil. Diese Karte could be expensive. Könnte natürlich auch ein Ankommen sein und nicht so expensive. Ich kann es auch mit der Schere machen eigentlich. Na, jetzt bin ich schon committed. Jetzt bin ich committed. Jetzt gehe ich all in. So. Bin drin. Hab's nicht zerstört. Hoffentlich. Und was haben wir? Eine Whisper Seal Cloak. Karte. Okay. Artwork. Nette Idee, aber die Duping gefällt mir gar nicht. Insofern. Sad Face. Dann kommt die einfach zu den LCC-Foils, die es nicht gibt. Geil. Dann hat sie einen eigenen Stapel. Hätte so großartig sein können und dann ist eine Whisper City Cloak. Der hätten wir da. Erkennt Signet schon mehr taugt. Ich sag's wie es ist. Ja, ich bin nicht hyped, weil ich hyped immer hyped bin. Wenn es mir nicht taugt, sage ich es auch. Und wie ist das hier klug? Nee. So. Mountain. Da finde ich Rampaging Ceratops besser. Außerdem ist es eine Sera da drauf. Das große Tor. Und jetzt gebe ich wieder das falsche Weg. Hit the Motherload. Finde ich leider nicht gut. Zu teuer. Ah, die gute Schlange. Schaut schon sehr freundlich aus, diese Schlange. Whale of the Forgotten. Ah, das ist 8 Mana. Nein, was bist du? Ah, das ist der Spell. Den finde ich auch eigentlich sehr solide. Weil einfach jede Option allein schon gut ist und später im Spiel ist einfach besser. Finde ich cool. Dann ein Plains. Nice. Und ein Ojagasam. Bei den Plains sind die Dinos tot. Ist ein bisschen sad. Und eine Kopie, Schrägstrich Fungus. Der steht auch. Manche dieser Götter-Artworks finde ich richtig nice. Oder diese Special Artworks. Manche finde ich eher so Schnarch. Also, Schnarch ist vielleicht falsch. Mir gefallen halt nicht. So. Wir sind schon relativ weit in den Boostern. Und ich bin relativ flott. Aber nicht so flott wie bei Dr. Who. Ich habe mir gedacht, ich lasse mir ein bisschen mehr Zeit. Nicht bei Dr. Who. Bei LTR war das. Da war ich sehr flott. Ein Schwamp. Beaches? Breaches? Das ist auch cool, das Artwork. Prismatic Conqueror, den finde ich gut. Deswegen haben wir besprochen. Get Lost! Finde ich auch sehr gut. Das Artwork ist ein bisschen freakig. Sehr bunt. Aber ist okay. Kann man spielen. Oh, Ravenous Tyrannosaurus. Nice. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Gefällt mir. Ich habe diesen Film damals wirklich geil gefunden. T-Shirts Tideband schaut auch, also in Foil schaut das richtig freakig aus, das Artwork. Vor allem eine gute Karte auch. Das hat was. Bin euch, ob sich das der Christopher nimmt. Und ein Gnom, Schrägstrich ein Engel. Naja. Ich bin mir sicher, der Engel-Token nimmt er sich, weil alles, was Engel ist, nimmt sich der Christopher. Er hat ja die vollständigste Engel-Kollektion überhaupt. Bartolomeo. Eigentlich. Der Skullspawn Nexus. Ja, mit dem 6, 3 Mana 6-6 ist schon sehr nice. Arm Mounted Anchor. Muss auch unangenehm sein. Da ist er schon, der 3 Mana 6-6er. Wenn man von mir spricht, dann kommt er schon. Schaut auch arg aus. Ein Swamp. Geil. Und der Millennium-Kalender in Extended Art Foil. Den finde ich leider. Ich habe so ein Softspot für so dumpfe Karten, die einfach nur lustig sind. Überlegen wir, ob ich mir den gleich snack. Weil ich das einfach geil finde. Was kann der kosten? Eh nicht viel, oder? Das heißt, der Menge kann nicht viel kosten. Ist ja nicht. Keine sehr kompetitive Karte. Fanatic Offering, das ist wiederum, glaube ich, eine sehr kompetitive Karte. Ein Plains mal wieder. Erst Checker Dreadmar. Unstable Glyphing. Souls of the Lost.
Contest of Sklaus auch gut, beides gut. Ah, Restless Paris, auch nice. Auch mit dem coolen Lama da. Und eine Insel in Foil, beziehungsweise eine böse Insel in Foil. Und ein Vito. Nice, und ein Vampir-Dinosaurier. Sorry. Zwei Booster noch, da kann ich was trinken. Davor trinke ich nichts, das ziehe ich schon noch durch. So. Aber ich könnte, genau, man könnte da so eine Neon-Dings aufmachen, so als Pimp. Fällt mir gerade auf. Brazenhead. Ist das zum ersten Mal, dass der in dem Slot Foil war, oder? Die waren bis jetzt immer noch ein Foil. Oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, die waren immer noch ein Foil. Das ist das erste Mal, dass der in dem Slot Foil ist. Sick. Der Firma dann nochmal, die Insel in Non-Foil und ein Sentinel of the Nameless City in Foil und der Treasure. So, letzter Booster. Was wollen wir aufmachen? Ein Mana Crypt in lustig in Neon Ink. Sehr unwahrscheinlich, aber wäre schon cool. So, ein böses Pub. Inti? Was? Mistdancer, Vito, nochmal ein Grimm Gigantosaurus in Anfall und ein Ocha. Noch einer und ein Gnom. Bam! Durch! So, wie viele haben wir da? In 2, 4, 6, 8, 9 in Non-Foil. Das heißt, habe ich einen irgendwo falsch hingekriegt? 3 in Foil. Ist nicht in jeder 1 drin gewesen. Haben wir einmal keins gehabt. 3, 2, 4, 6, 8, 9. Nein, ich kann schon zählen. Bis 9 zumindest schaffe ich es gerade noch. Da lege ich es ja nie auf, weil. Das ist einfach, ich meine, das sind alles offensichtlich, das sind jetzt 12, da in jeder Booster einfach einer gewesen, ne? Korrekt. Das müssen 11 sein, weil in einem war halt ein Foil, sonst war es immer Non-Foil, was ich ein bisschen wicked finde eigentlich. Dann da haben wir, ist das auch in jeder Booster gewesen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, da war auch in jedem Booster eine Showcase Non-Foil. Halt verschiedene Varianten. Da bin ich ja, ist das mein absoluter Ups Favorit, weil einfach urschön. Gut, da habe ich Rares und Uncommons gemischt, das macht es ein bisschen schwierig. Eigentlich schaue ich, ob irgendwo eine Rex-Karte ist. Ich sag's euch, wie es ist. Da haben wir 5 Foil, also 2, 3 Mythics und 2 Rares. Sick, eigentlich von den Showcase. Das sind wieder 12, das wissen wir, weil. In jedem haben wir eine Mythic, zweite Mythic, zwei Mythics. Wenn Full Art oder Extended Art oder Showcase Foils haben wir auch eine Mythic. Bei Lucas denke ich dann darauf, gell? Korrekterweise. Also Extended Mythic haben wir 5 nur. Ja, und ich habe irgendwie es geschafft, eine Dino weniger aufzumachen. Dafür haben wir da halt zweimal Special Guest. Komisch. Scheinbar ist es so. Scheinbar kann man, es waren irgendwo mal kein Dino stattdessen irgendwas anderes drin. Das finde ich irgendwie sad, weil mir Dino ja urviel wichtig ist. Urviel wichtig. Gut Deutsch sprechen. Aber ja, so ist es normal. In Summe, wie immer, Collector Displays. Ah, aber wir haben dafür Dino-Token aufgemacht. Das sind die Dino-Token, schau. Die drei. Sehen wir das? Ah nein, das ist unterschiedlich. Aha. Das, aha, okay, whatever. Lustig, wenn man das Geld hat, lustig, wenn man es cool findet. Ich sag's ganz ehrlich, ich will all diese Dino-Karten haben, zumindest einmal, als, ich weiß nicht, Kindheits Jurassic Park-Erinnerung, wie auch immer. Ich glaube, ich werde mir sogar die Non-Foils nehmen. Einerseits werden sie wahrscheinlich günstiger sein. Und ja, deswegen, weil ich meine, man sieht die 3 zu 9.
offensichtlich müssen die teurer sein. Aber ja, ich finde es ganz witzig. Collect Display aufreißen ist immer lustig. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Könnt ihr gerne einen Kommentar und ein Video hinterlassen. Ihr könnt es auf Facebook oder Instagram erreichen. Jetzt habe ich mal wieder die Dings gesagt. X heißt aus dem. Auf allen sozialen Medien halt. Discord-Server, Patreon, you know the shebang. Uns im Spiel am Wiener treffen oder einfach im nächsten Video sehen. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Ciao, baba.